denn hier noch so für eine Mission? Warte mal ganz kurz. Ach, wegen dem Trainingskurs. Okay, 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 okay. So, wir gehen hier erstmal wieder weg. Hebel mit den direktionalen Überbrückungsschalter die interne Quarantäne auf. Wo ist denn der direktionale Überbrückungsschalter? Direkt vor meiner Fresse? Hä? Jetzt sag nicht da drin. Mann! Wieso komme ich hier nicht? Wir suchen den direktionalen Überbrückungsschalter. Der soll ja da sein. Aber der ist im NSC-Kontrollraum. Das kann ja natürlich auch Elevator? Kann auch hier sein, ne? Dass ich hier... Will ich das? Also Leute, irgendwie... Ich habe hier manchmal so eine Probleme, die Orte zu finden. Das ist echt einfach der Wahnsinn. Also auf jeden Fall. Oder warte mal. Vielleicht mähen die auch... Ich wollte gerade sagen, eh von den Räumen hier oben, aber... Ich bin ja definitiv jetzt viel zu weit weg. Macht's mir doch nicht so schwer. Ist hier oben vielleicht noch was? Ich meine, ich weiß, mir wird's auf der Map angezeigt, aber... Guck mal, Kontrollraum. Aber das Ding ist, dass mir das gar nicht angezeigt wurde. Wow! Ach, das ist das eine, was wir nur durchs Fenster gesehen haben. Ja, es ist wieder das. Boah. Böse, 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 böse. Wer ist böse? Du bist böse. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir! Braucht jemand ein Stuhlbein? Okay, wir können das hier erstmal... Hat was. Das ist total faszinierend. So, ist das der direktionale Überbrückungsschalter? Leute, steht sogar da. Hä? Die Quarantäne. Und vom Direktor aufgehoben. Haben wir jetzt so ein Ritualding gekriegt? Oh! Na dann machen wir das jetzt hier herstellen. Jetzt haben wir zwei Slots. Das ist sehr geil. Da wollen wir natürlich mal gucken, was haben wir hier? Feuerrate plus 11%. Was haben wir denn noch so Schönes? Schaden? Energie bei Kopfschüssen? Kopfschüsse? Ich treffe doch eh nie. Schaden bei niedrigem Leben? Ach. Feuerrate. Naja, also wir können ja eh bloß... Dann nehmen wir auf jeden Fall den Schaden.
Naja, Leute, ist doch logisch. Leute, an der Stelle machen wir ein kleines Pipi-Päuschen und machen hier weiter. Und dann werden wir den direktionalen Überbrückungsschalter betätigen und damit die interne Quarantäne aufheben. Eigentlich habe ich nur die Aufgabe vorgelesen. Ich wollte schlau wirken. Es hat, glaube ich, ein bisschen funktioniert. Leute, an der Stelle geht es gleich weiter. Nicht wegrennen, wenn ihr wissen wollt, was dann passiert. Ich würde es auf jeden Fall wissen. Also, ich komme wieder. Also, ja. Mirko, sein erster Livestream auf Twitch am Samstag 20 Uhr, schreibt der Yesman. Wow, da haben wir ja Samstag was. Es wird Zeit für den Direktional, lese ich die ganze Zeit. Es heißt Direktorial. Oh Mann. Aber ich drücke mal. Oder ich zieh mal. Oder ich tu meine Waffe reinstecken, anstecken. Ach, jetzt geht der Fahrstuhl. Jetzt geht der Fahrstuhl. Das war's. Die anderen Sektoren sollten jetzt offen sein. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich Emily sage, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Mach mal. Ihr solltet euch kennenlernen. Sie hat ja so ein kleines Problem. Das haben wir schon mitgekriegt. Oh, ich soll zu Emily, ne? Da muss ich erstmal zum... Ich muss hier erstmal weg, auf jeden Fall. Ich kann ja jetzt... jetzt kann ich hier wieder das nicht. Ich muss hier in diesen... haben wir darüber geredet, dass ich jetzt hier genervt werde? Ich habe doch jetzt hier ein bisschen mehr Schaden. Aber warum? Aber es ist schon, trotzdem schon wieder nervig, dass die Map nicht funktioniert. Irgendwo schießt irgendeiner irgendwelches Zeug auf mich. Ah! Autschen! Ach, nee. Ich gehe hier mal wieder zurück. Haben wir jetzt ein klärendes Gespräch mit Emily? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich könnte Schnellreise machen, das ist alles richtig, aber... Ey, wo war denn dieser... Wo war denn dieser Fahrstuhl? Wo wir dort auch beim Gang waren. Steinbruch? What? Eigentlich will ich nur zurück. Ich muss eigentlich zu dem Standardfahrstuhl wieder. Ja, 5. Komme ich nie rein, das ist klar. Umgucken, umgucken, umgucken. 5. Darf ich hier hin? Will ich hier hin? Okay, ich muss auf jeden Fall. Wo ist denn der Knopf? Ich glaube, Ebene 2. Eigentlich bin ich hier mehr am Suchen. Hausmeisterbüro. Ich muss hier zurück. Oh, hier war die. Nee, ich bin. Ach, ich bin so falsch. Mach
Mache ich doch mal Schnellreise. Warte mal, dort war... Jimmy, mein Guter, grüß dich. Ich glaube, ich muss... Ich mache jetzt doch mal Schnellreise. Ich gehe mal hier hin. Und... Ah, wir können auch hier. Na Leute, dann machen wir das. Dafür haben wir die Series X, damit schnell lädt. Da sind Schnellreisen auch mal wieder in Ordnung. Sich da so zurechtzufinden. Wow. Wow. So, ich soll mit Emily reden. Jesse, du hast es geschafft. Du hast die interne Quarantäne aufgehoben. Ja. Wir jetzt erzähl mal Emily. Was. Scheiß drauf. Sag's ja einfach. Ja? Ich war nicht ganz ehrlich. Ich habe einen jüngeren Bruder, Dylan. Das wissen wir. Als Kinder fanden wir einen alten Dia-Projektor auf Ordinarys Müllhalde. Die Dias erzeugten Portale zu anderen Orten. Schlimme Dinge geschahen. Kamen durch. Das muss reichen. Den Rest behalte ich für mich. Aber wir fanden Hilfe. Durch eines der Portale stießen wir auf etwas. Ein Wesen. Ein Wesen? Was für ein Wesen? Schwer zu beschreiben, aber es... Sie half uns. Wir konnten den Projektor ausschalten. Wer ist sie? Die schlimmen Dinge, die durch die Portale kamen. Ihre Stimme? Danach kam die Behörde. Wollte uns schnappen. Ich lief davon. Dylan wurde erwischt. Ich ließ ihn zurück. Die Behörde nahm deinen Bruder mit? Ja. Sie haben es vertuscht. Niemand glaubte mir. Ich will nur Dylan finden. Seit diesem Tag suche ich ihn. Was ist mit dem Dia-Projektor passiert? Er klingt wie ein weiteres Objekt der Macht. Ich dachte, ihr hättet ihn. Die Behörde. Genau wie Dylan. Ich habe nie davon gehört. Aber hier ist alles streng geheim. Ich sah mir die Akten zum Ordinary AWE an, das du erwähnt hast. Trench und Darling waren beide beteiligt. Ein großer Bereich des Isolationssektors wurde dafür reserviert. Der Fall ist schon seit langer Zeit nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht, ob da noch etwas ist. Kannst du mir mehr über dieses Wesen sagen, das ihr gefunden habt? Hoffen wir, dass ihr beide euch versteht. Sie begleitet mich seit Ordinary. In meinem Kopf. Sie führte mich her. Ich nenne sie Polaris. Wie dein eigener Polarstern? Wusste Polaris vom Zischen? Wenn sie trotz der Quarantäne hier hereinkam, muss sie sehr mächtig sein. Was eine Erklärung für deine Testergebnisse sein könnte. Deine Werte sind unglaublich, Jesse. Und beim Gegenchecken mit der Datenbank fand ich 2 Treffer in Darlings alten Geheimakten. Leider kann ich nicht darauf zugreifen. Ich sehe nur die Codes. Einer war P6. Das bezieht sich auf einen Kandidaten als möglichen künftigen Direktor. Das wurde vor Jahren aufgezeichnet. Dylan. Ist das Dylan? Der 2. Treffer betrifft einen sogenannten Hetron, das mit diesen Hetron-Resonanzverstärkern zu tun haben muss. Ich weiß nur, dass Marshall nach dem ersten Angriff der Zischer in den Forschungssektor ging, um die HAV-Produktion zu sichern. Also, Marshall dürfte unsere beste Spur zu Dylan sein. Ich muss ihr folgen. Wie komme ich in den Forschungssektor? Mit meiner Schlüsselkarte. Der Sektorenlift bringt dich hin. Marshall ist der nächste Schritt. Was Emily über Ordinary sagte. Die Verbindung meiner Kräfte mit der Historie der Behörde. Ich bin so nah an etwas dran. Spürst du es? Es liegt was in der Luft.
Wir kommen abwechselnd zu Besuch. Ich half dir und du schuldest mir jetzt. Wenn die Zeit kommt, komm auch ich. Arti macht mich fertig. So, wir haben auf jeden Fall Punkte gekriegt. Was ist das eigentlich? Schleudert leichte Gegner, wenn sie über wenig Leben verfügen. Schleudert schwere Objekte und Gegner, wenn sie nur noch über wenig Leben verfügen. Ich benutze das Schleudern viel, also nehme ich da auch mehr Schaden natürlich. Vier benutzen, um... Komm hier, Schleudern, komm. So. Wir sollen in die... Parapsychologie. Wie komme ich da hin? Ist es wieder einfach eine Etage mit dem Fahrstuhl? Muss ich das Spiel jetzt wieder neu installieren? Isolationssektor oder Forschungssektor? Oh Gott, wo soll ich hin? Warte mal. Lass mich mal ganz kurz hier auf diesen Checkpoint gehen, ob ich da bei der Schnellreise irgendwo was sehe. Sie ist nicht mal Abteilungsleiterin. Ich habe diesen ganzen Bereich dort nicht abgesucht. Leiterin. Okay, wir müssen definitiv irgendwo hochfahren. Oder runter. Ich kann es ja nicht einschätzen. Die Frage ist nur... Ich fahre zum Isolationssektor. Ich glaube, der Isolationssektor wird es sein. Und jetzt suchen wir Marshall. Der wird ja ein bisschen mehr Infos für uns haben. Also seit diesem Vorfall mit ihrem Bruder... Oh Gott. Der Isolationssektor. Erstmal Nutikon. Gewandelte Gegenstände. Hochsicherheitsgefängnis. Ich glaube, dadurch, dass hier nichts angezeigt wird, hier muss ich nur nie hin. Also fahren wir doch zum Forschungssektor? Es ist eine 50-50 Chance und Christian wählt natürlich wieder, naja. Ah ja, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Okay, hier haben wir aber ordentlich erstmal wieder was. Kommen wir nicht lang? Willkommen im Forschungssektor des Federal Bureau of Control. Ich bin Dr. Caspar Darling, der Leiter hier. Jemand dachte wohl, dieses Video wäre toll für interne Kommunikation. Da schaue ich Sie an, Mr. Tomasi. Tja... Das ist unsere Zauberkammer. Na gut, ich bin nun seit 24 Jahren hier. Oh. Ich war schon immer hier. In all den Jahren haben wir erstaunliche Entdeckungen gemacht. Äußerst wichtige Studien verfasst. In all dieser Arbeit gibt es eine Gemeinsamkeit. Und das ist, wie wenig wir wirklich wissen. Wir streben natürlich danach, die Grenzen der Realität zu erweitern. Zum Stolz unserer Behörde. Also, willkommen. Vorausgesetzt, Sie haben eine Sicherheitsfreigabe und befolgen das Sicherheitsprotokoll. Und das Handbuch. Lesen Sie es, sonst droht Unheil. Okay. Forschungssektor, hm? Wo die Verrückten schienen nichts. Doktor, mein Guter, ich grüße dich. So Leute, wir gucken uns jetzt hier erstmal so ein bisschen um, würde ich sagen. Ein bisschen Collectibles einsammeln. Pflanzenbeschwerde, wenn ich das schon wieder lese. Vielleicht findet man hier Poison Ivy. Oh Gott, ich bin echt ein Nerd. Sein Phänomen. Oh, naja. Ich glaube,
alles lesen kann ich hier sowieso nicht. Gut, also hier ist schon mal nichts mehr. Was denn jetzt, ey? Hier kommt doch irgendwas. Summer. Summer. Mehr Schleuderschaden. Ich wollte eigentlich mal da hoch. Will ich hoch, will ich runter? Oh Gott, ich weiß es nicht. Da unten ist einer. Da ist einer. Da unten sind mehrere. Zeit für ein Sofa! Trotzdem habe ich das Gefühl. Wo kommt das mal vor? Ich glaube, ich. Hier geht's noch nicht lang. Oh Gott, es geht weiter runter, es geht hoch, es geht runter, es geht hoch. Ich gehe erstmal dort hoch. Das war mein erster Gedankengang. Hier geht's hoch lang. Mensch, Mensch, Mensch. Azilator, welcome back. Wir sind mittlerweile im Forschungssektor und suchen Marshall. Dr. Darlings Office. Ich habe kürzlich... Wer redet? Fragen ausgewertet. Zu den HRV. Boote sind sie gut. Müssen wir sie immer tragen. Und was ist dieses Hadron-Resonanz-Ding überhaupt? Ich... Fuck. Egal, was Sie vielleicht gehört haben, HRV dient nicht der Überwachung. Wir verfolgen nicht. Ja, ich glaube dir einfach mal. So, was ist. Okay. Oh, hier geht's oben. Oh Gott. Ich will doch da eigentlich gar nicht lang.
jetzt habe ich den Salat. Für jemand, der das Spiel nicht kennt, was muss man machen? Ich sag mal, so normal ist es erstmal ein Third-Person-Shooter. Mit einer echt crazy Story. Hier ist wieder der Start, oder was? Hey, nee, ist klar, ne? Jetzt will ich wissen, was hier abgeht. Oh! Pauschal suchen wir unseren Bruder, der von irgendeiner Behörde eingesackt wurde. Und da sind wir gerade. Das kann ich ja ernst sein. Hallo, ja, jetzt kein Nerv. Ist auch einfach nicht meine Aufgabe gerade. Aber das haben wir bestimmt noch mal vor uns. Ja, und Jimmy und Essie Later hat das ja auch gefragt. Wir sind halt in einer Behörde, wo das Gebäude seine Form wandeln kann. You're next, ich grüße dich. Gut, okay, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Wir wollen ja erstmal Marshall suchen. Der irgendwas weiß, was unserem Bruder angeht. Also hoff mal. So, und gucke mal, jetzt geht's halt hier so lang. Okay, dort ging's noch nicht lang. Ach, hallo, die Enten. Gibt her das Zeug. Oh Gott, das geht hier. Das scheint mir nur ein Bad zu sein. Kuckuck. Kuckuck. Na. Ein Bad ohne Geheimnis. Ich bin traurig. Was ist denn hier hin? Oh, hallo. Wo warst denn du gerade? Der saß doch bestimmt auf dem Napp grad. Aha. Okay. Die Mensa. Hauptsache, ich mache hier erstmal alle Geländer kaputt. Nein, ist gut, Christian. Kurz gehen lassen. Was steht denn da? For who among us has touched the foundation of the world and deemed them solid? So, jetzt die große Quizfrage. Wie immer. Ach, hier ging es ja auch noch weiter. Hier ist erstmal ein Shelter. Hallo. Mir geht's nicht so gut. Da geht's verdammt weit runter.
Hallo. Checkpoint? Nein. Grenzbereiche. Ja, haben wir da auch schon mal geredet. Hier ist frisch gewischt. Ab hier, Leute, ist frisch gewischt. Oh Gott, ich bin wieder hier. Gott, Orientierung. Ja, hier kann ich irgendwie noch nicht lang. Da würde ich ja genau dahin kommen, wo ich hin will. Guck mal, da oben ist auch eins. Vielleicht muss ich die drei Dinger auskaufen. Das darf nicht wahr sein, dass es dann immer sowas liegt. Stufe 3 habe ich jetzt. Aha. Oh oh. Sie ist in Gefahr. Ich muss zu ihr. Muss mal testen, ob er mich bemerkt, wenn ich keinen lustigen Spruch bringe. Terrorbrezel, mein Guter. Grüße dich. Sag mal. Will man in so einem Gebäude, wo so eine Action, also so eine komische, krasse Action los ist, unbedingt in die Parapsychologie-Abteilung? Oh Gott, nein. Sniper. Das lief doch. Fix, mich gesehen. Ist dir was aufgefallen? Wow, 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 wow. Oh Gott. Hallo. Warum ist das da unten eigentlich rot? Gutes Zeichen oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie geht's dem Air-Controller? Denn mir geht's gut, Terrorbrezel. Mir geht's gut. Oh, neuer Checkpoint, Leute. Wie bei einem Eisberge ist nur der kleinste Teil davon sichtbar. Dennoch ist dieser Ort lebenswichtig für die... Ich mag diesen Wissenschaftler. Die meisten Informationen über die Astralebene sind geheim, doch eine Übersicht ist möglich. Stets im Bewusstsein, dies sind enorm komplexe Systeme. Und Simplifizierung wird sie uns nicht näher bringen. Der weiße Nichtraum. Kopfstehend, die schwarze Pyramide. Der Rat, alles eins. Eng gebunden ans älteste Haus, an seinen Direktor. Den Prozess seiner Ernennung und an alle Objekte der Macht. Und den, der sie kontrolliert. Ja. Der Prozess der Ernennung des Direktors. Hä? Oh. Was hier wieder für ein Video? Und anfangs dachten wir, die Welt der Astralebene wäre subjektiv. Aber das stellte sich rasch als falsch heraus. Es ist ein realer Ort, kein Gedankenkonstrukt, obwohl wir sie in unserem Geist betreten und erleben. Also ich mag sehr Terrorbrezel, ich finde es sehr gut. Auch sagen.
Wir konnten Aufzeichnungen von der Astralebene machen, indem wir die Gehirnaktivität jener aufzeichneten, die sie erlebten. Das ist das einzig Greifbare, das wir von den Expeditionen in die Astralebene zurückgebracht haben. Mit einer schockierenden Ausnahme. In den Aufnahmen der Astralebene sind wir immer nahe der Pyramide. Daraus schließen wir, dass nur dieser Bereich vom Rad kontrolliert wird. In der Distanz konnten wir Bewegungen, einheimische Rassen sehen. Und doch haben sie Kontakt geschlossen. Wegen technischer Probleme haben wir keine Aufnahmen. Doch bei der Rückkehr eines Astralnauten hatte sich eine Gehirnwolke in seinem Kopf versteckt. Sie brach heraus und tötete den Patienten. Es ist ein gnadenloses Raubtier. Er verfolgt Gedanken, Gehirne und tötet jeden, an dem es sich nähert. Bei Kontakt müssen strenge Isolationsprotokolle eingehalten werden. Klingt ja super. So wuffelig lang. Ach, von hier bin ich gekommen. Mensch, alles gut. Hallo. Oh Gott. Ich kann gar nicht glauben, dass sie dieses Ding hier halten. Und da will ich... Ich gehe zu dem Ding. Super Idee! Super Idee! Wie mach ich das Ding? Okay, es muss irgendeinen Trick geben, es muss irgendeinen Trick geben. Gold dagegen schreiben. Aha! Oh, warte mal. Sicherung. Oh Gott. Push the button. Was bringt der Knopf? Keiner weiß es. Soll ich hier rein? Das war blöd, Christian. Drück ihn! Kann ich das Brett von innen zumachen? Ich sollte gehen. Oh Gott, der Nemesis aus Control. Klar, fang ihn da drin, Christian. Super Idee. Okay, komm, der will doch eh zu mir. Komm her. So, ich soll das Ding da drin fangen. Ach, jetzt ergibt es Sinn. Was hat die Behörde mit dem Ding gemacht? Das wisst keiner.